bekam er noch einen Landsmann aus Nigeria zur Seite gestellt, nämlich Odek Bami, und von ihm erwartet sich Trainer Pichler doch eine Verstärkung vor dem Spiel gegen seinen Ex-Club Sturm Graz. Ganz unter dem Motto, aus 1 macht 2. Ein anderer Mann steht aber im Mittelpunkt dieses Spiels, nämlich Schiedsrichter Erwin Hensel. Das Spiel sehr hart geführt in der Anfangsphase. Foul von Hieden, aber keine gelbe Karte. 3 Minuten später, wieder Hieden, wieder Foul, wieder keine gelbe Karte. Und es verhärtet sich der Verdacht, dass Schiedsrichter Hensel die Karten in der Kabine gelassen hat. Aber es wurde auch Fußball gespielt und nicht einmal schlecht. Daniels, Unger und Ramosch zum 1:0 für St. Pölten in der 14. Minute. Freistoß durch Heiden, Daniels, Glück für Sturm Graz. Dann diese Aktion zum Schrecken der St. Pöltener Elfmeter. Warum, sagt uns Schiedsrichter Hensel? Das war ein Niederreißen des Stürmers und das ist Elfmeter. Hatten wir leider nicht im Bild, in jedem Fall umstritten. Aber Torhüter Paul hält, Jubel bei den St. Pöltener Fans, aber Schiedsrichter Hensel macht sich endgültig zum Minusmann in St. Pölten, lässt den Elfmeter wiederholen, da der Ball noch nicht freigegeben war. Und Hörmann lässt sich die zweite Chance nicht nehmen. 1:1 nach 29 Minuten. Wir sind schon in der zweiten Spielhälfte. Milewski nicht im Abseits. Und Daniels drüber. Es gab so manche strittige Abseits- und Foulentscheidung in diesem Spiel. St. Pöltener weiter überlegen, wieder über Daniels, wie sein Landsmann Odek Bami mit einer starken Leistung. Irgendwie kommt der Ball zu Ramosch und das 2:1 in der 81. Minute. Ramosch, der Matchwinner heute. Am Schluss werfen die Grazer noch einmal alles nach vorne. Friesenbichler, aber er trifft nur die Latte. Die St. Pöltener Fans dürfen letztendlich doch noch jubeln. Endstand 2:1. Ja, und das Totospiel 5 heißt daher Tipp 1 und dieser Sieg wird Trainer Pichler sicher einigermaßen helfen. Bei Rapid scheint ein